Willkommen Freunde zu einem neuen Video hier auf PlayNation TV. Wir werden uns heute die Medusa-Edition zu Assassin's Creed Odyssey anschauen. Erstmal im Vorfeld zur Erklärung, es gibt insgesamt 7 verschiedene Versionen zu Assassin's Creed Odyssey. Das ist sehr, sehr verwirrend. Ich habe mich da mal ein bisschen informiert, aber wir werden uns heute hauptsächlich die Medusa-Edition anschauen, denn ich glaube, der Umfang des Videos wird ein bisschen gesprengt, wenn ich euch alles erkläre, aber es gibt wirklich sehr, sehr viele verschiedene Versionen mit verschiedenen Figuren drin, mit verschiedenen digitalen Inhalten, einem Artbook, einem Steelbook. Das ist unglaublich kompliziert und wenn ihr wirklich großer Fan seid und alle Figuren haben wollt, dann müsst ihr einfach hunderte Euro ausgeben. Deswegen, wir fokussieren uns mal ein bisschen auf die Medusa-Edition. Ja, die kostet ungefähr 120 Euro. Da sind halt verschiedene physische Sachen drin, aber auch digitale Sachen. Und das ist die PS4-Version. Natürlich ist auch das Spiel dabei. Das Spiel könnt ihr natürlich auch einzeln kaufen. Oder ihr kauft euch die Gold Edition. Da ist dann zum Beispiel der Season Pass nochmal drin. Da sind dann DLCs drin. Es gibt aber auch kostenlose Missionen, die noch nachgereicht werden. Es ist einfach wirklich sehr, sehr komplex. Wenn ihr Origins gespielt habt, dann versteht ihr aber vielleicht ein bisschen das Konzept von Ubisoft. Da gab es ja auch 2 verschiedene DLCs, die dann nach und nach erschienen sind. Hier sind, werden diese DLCs dann noch in verschiedenen Episoden erscheinen im Abstand von 6 Wochen und ihr merkt, das ist schon sehr, sehr kompliziert. Alle Infos dazu gibt es natürlich auf playnation.de und ich werde mir jetzt aber mal die Medusa-Edition angucken. Ihr seht, großer Karton, ja, so ein Pappschuber kann man jetzt gleich hochheben. Hier schon mal die Schlange zu sehen oder die Schlangen, denn Medusa kennt ihr ja aus der griechischen Mythologie. Das ist so ein Wesen mit Schlangenhaaren, dessen Blick versteinernd wirkt, ja. Kennt ihr vielleicht aus Percy Jackson, ja, wenn man Medusa anschaut, am besten vielleicht eine Brille tragen. Das ist ein guter Tipp. Ja, Medusa Edition und ihr merkt schon, Assassin's Creed Odyssey, wenn ihr es noch nicht gewusst habt, spielt natürlich im antiken Griechenland. Deswegen Medusa und Spartan und Pantheon und so weiter. Also passt natürlich alles ins Setting. So, ich hoffe, das sieht man jetzt einigermaßen noch. Ich versuche mal. Erstmal muss ich den Pappschuber hier natürlich hochmachen, ja. Den stelle ich mir mal hier hin, den werde ich mir nämlich jetzt nochmal angucken, denn hier haben wir jetzt den eigentlichen Karton, der sehr, sehr, sehr schön designt ist, finde ich, wie sagt ihr, ja, mit den Schlangen und so, Medusa Edition. Finde ich sehr cool, bin ich ein großer Fan von solchen Versionen. So, der Pappschuber auf der Rückseite, sieht man dann nochmal die ganzen Inhalte, die hier halt drin sind. Wir haben einmal diese 33 cm große Statue, ja. Das ist Alexios, der kämpft gegen Medusa, beziehungsweise steht auf dem Kopf von Medusa. Man sieht diese Schlangenhaare insgesamt, beziehungsweise in Odyssey wird es ja 2 verschiedene Protagonisten geben, die man am Anfang vom Spiel wählen kann, also zum einen Alexios oder Cassandra und mit denen spielt man dann auch wirklich das gesamte Spiel durch und kann dann nicht zwischendurch wechseln oder so. Das ist eine große Neuerung auf jeden Fall. Es gibt ein 64-seitiges Artbook, es gibt eine Karte, es gibt einen Soundtrack mit einigen ausgewählten Titeln, die im Spiel so laufen. Dann gibt es auch das Kronos-Paket, ja. Kronos ist ein Titan aus der griechischen Mythologie. Da ist dann eine Rüstung dabei, eine Pferderüstung, noch eine Waffe. Es gibt temporäre Boosts, ja, keine Stiefel. Und es gibt noch eine Mission, der blinde König. Der blinde König, das ist eine Zusatzmission eigentlich für alle Vorbesteller, aber alle, die die Pantheon, die Gold Edition, die Ultimate Edition, die Spartan Edition und die Medusa Edition kaufen, die bekommen dann auch der blinde König als Zusatzmission noch kostenlos dazu. So, lange Rede, kurzer Sinn, aber ich muss ja versuchen, dass man wenigstens das ein bisschen erklärt, weil es wirklich sehr, sehr kompliziert oder komplex ist. So, ich versuche nochmal ganz kurz, ja. So, hier der nächste Pappschuber, das ist auch wieder ein bisschen, so. Oh, jetzt erstmal gegen das Licht. So, ja, kann ich eigentlich jetzt hier so hinstellen. Ihr seht, hier ist diese 33 cm große Statue. Alexios auf Medusa. Sieht sehr cool aus, werden wir uns jetzt gleich im Detail dann nochmal anschauen. So, das hier ist die Karte. Die braucht man nämlich auch, denn die Spielwelt von Odyssey ist wieder sehr, sehr groß. Vergleichbar zwar mit der Spielwelt von Origins, aber in Origins, ja, Leute, die es gespielt haben, die werden es wissen, da gibt es sehr viel Wüstenlandschaft und die gibt es dann hier halt nicht, weil es natürlich nicht im alten Ägypten spielt, dafür gibt es aber viel Wasser, denn die Seekämpfe, ja, die Seekämpfe sind auch wieder ein essentieller Bestandteil von Odyssey. Da bin ich auch mal gespannt, fand ich gar nicht so schlimm. Ich bin immer gern mit den Booten hin und her gefahren.
Deswegen, ja, das ist die Rückseite der Karte. Hier nochmal so ein Spartan-Helm, sage ich jetzt, ja, und das Zeichen von, oder das Logo von Assassin's Creed. Ja, und das ist die riesige Spielwelt, besteht aus sehr vielen, sehr vielen, sehr vielen, ihr könnt das jetzt nicht alles sehen, ist eine große Karte, aus sehr vielen verschiedenen Inseln, die halt dann per Boot oder per Schiff erreichbar sind. So, hier oben, das zeige ich nicht, da ist noch der Code drin, und zwar für der blinde König, ja, kann man dann halt eingeben und dann hat man die Mission auch. Hier ist nochmal ein Code, und zwar, das ist dieses Omega Pack Digital oder Omega Pack Digital Content, ja, mit dem Kronos oder Kronos Pack, wie auch immer der ausgesprochen wird, und diese Boosts, ja, also Verbesserungen oder genau, dass ihr zum Beispiel schnelle Erfahrungspunkte bekommt. Das hier ist der Soundtrack, ja, mit, also da ist nicht der gesamte Soundtrack drin oder drauf, sondern 21 ausgewählte Lieder. Zum Beispiel, was ist hier, Konflikt, hier Medusa, ja, Medusa gibt es auch ein eigenes Theme, denn gegen Medusa kann man sogar kämpfen. Das haben wir auf der Gamescom, da gab es auch eine Anspielversion schon gesehen. Das, da bin ich auf jeden Fall wirklich auch mal gespannt, dass man diese ganzen ja, mythologischen Figuren, ja, dass man die bekämpfen kann. Sehr interessant, ja. Artbook, ja, hier, das ist das Artbook. Finde ich auch immer cool bei so einer Version. Ich gucke da auch wirklich mal rein. Natürlich guckt man dann ein, zwei Mal rein und dann nicht mehr unbedingt, aber steht auch schön im Regal. Hier mit goldenen Lettern versehen. Sehr, sehr hübsch. Da sind dann verschiedene Konzeptzeichnungen natürlich drin. Hier einmal mit Cassandra, wie gesagt, einer der wählbaren oder spielbaren Protagonisten. Einmal Frau und einmal Mann. Ich weiß noch gar nicht, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, würdet ihr Alexios oder würdet ihr Cassandra wählen am Anfang? Ich glaube, ich würde, weil es einfach was Neues ist, mit Cassandra spielen. So, hier noch ein paar Bilder, ein paar Concept Arts. Ja, ne? Halt ein Artbook, kennt man ja soweit. Ich gucke mir das jetzt noch so ein bisschen an. Ja, immer sehr, sehr schön. Mich interessiert das schon, weil ich auch mal ein bisschen an der Entwicklung vom Spiel selber interessiert bin. So, und hier haben wir natürlich, ja, so sieht die PS4-Version von Odyssey aus, wie halt, ja, eine PS4-Version aussieht. Hier gibt es halt keine Steelbook-Version, wo dann das Spiel reingestellt oder reingelegt werden kann. Das ist ein bisschen schade, da müsst ihr euch dann eine der anderen Versionen kaufen. Aber gut, gibt Schlimmeres. Ich stelle mir sowas immer gerne ins Regal, aber immerhin hat man dann wenigstens so eine Version, die man ja auch schön ins Regal stellen kann. Hier sieht man auch nochmal Medusa, im Hintergrund enthülle die Geheimnisse, die sich hinter Griechenlands Mythen und Legenden verbergen. Sehr, sehr schön. Ja, das ist das Spiel. Ich muss mal kurz gucken, ob hier denn sonst noch was drin ist. Ich glaube, das war's. Und zu guter Letzt hätten wir dann hier noch die Figur. So. So, das einmal zur Seite. Und dann kann man das Ganze nämlich, ja, Moment. Ich muss einmal hier. Hätte ich das jetzt gut vorbereitet, hätte ich natürlich ein Messer, aber ich glaube, ich kriege das auch noch so ab. So, da haben wir die Figur. Und die ist sogar in einem Stück, glaube ich. Das heißt, man muss da, ach doch nicht, nee, man muss die Schwerter jetzt gleich noch raustrennen. Und dann kann ich euch das zeigen. Ja, genau, die sind diesmal nicht festgeklebt mit Tesafilm, sondern einfach da reingesteckt worden. Aber wenn man nicht aufpasst, brechen die auch ab. So. Ja, dann lege ich das mal dahin. So, dann haben wir einmal hier die beiden Schwerter. Ich kann das auch alles gleich nochmal einblenden oder ich habe das schon eingeblendet. Und zwar, ja, ich werde mit der Kamera da nochmal ein paar Shots von machen, damit man das so ein bisschen besser erkennt. Ist ein bisschen klein. Bisschen klein geraten. So, hier ist dann die Figur. Wir machen noch die Plastikfolie hier ab. So. Und ich muss sagen, das sieht richtig, wirklich, also richtig gut aus, hochwertig gearbeitet. Auch hier, ja, kann alles bewegbar von seinem Lederwams, sage ich jetzt mal. Er hat so einen Spartiatenhelm an und die entsprechende Rüstung, Bogen auf der Rückseite mit seinen Pfeilen. Und dann kann man ihm natürlich noch sein Messer oder was auch immer das für eine spezielle Waffe ist, in die Hand drücken. Ja gut, das sieht jetzt so ein bisschen aus, als wenn er sich gerade selber in den Kopf schlagen würde.
Aber kein Problem. Naja, das ist auf jeden Fall die Medusa-Edition. Die kostet 120 Euro. 7 verschiedene Versionen gibt es. Ab dem 5. könnt ihr losspielen. Es sei denn, ihr habt eine von diesen speziellen Versionen. Dann könnt ihr auch schon am 3. loslegen. Es wird einen Season Pass geben. Da drin, habe ich ja schon gesagt, 2 DLCs. Und es gibt übrigens 2 Remastered. Einmal von Assassin's Creed 3 und einmal von Assassin's Creed Liberation. Da gibt es dann 4K-Unterstützung, HDR, verbesserte Lichteffekte, höher aufgelöste Texturen und so weiter und so fort. Also, ich muss sagen, der Season Pass bietet auf jeden Fall einiges. Ich habe Origins ungefähr ein Jahr wirklich gespielt, also immer mal wieder mit Pausen, aber dann auch mit beiden DLCs. Also ich bin bei 70 oder ja, knapp 80 Stunden. Also es lohnt sich, glaube ich, schon, wenn man Fan ist, die vielleicht 70 Euro oder 100 Euro für die PS4-Version auszugeben, wenn man überlegt, dass man da wirklich 70, 80 oder locker 100 Stunden spielen kann. Ich glaube, das Spiel wird noch ein bisschen größer, ein bisschen umfangreicher. Und ja, das lohnt sich auf jeden Fall. Ich kann es empfehlen. Ich habe Origins sehr gerne gespielt. Am 3., glaube ich, da endet das Embargo. Da wird es auf planetion.de dann auch einen sehr, sehr umfangreichen Test zu Odyssey geben. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ansonsten alle neuesten News und so weiter und so fort zu Odyssey natürlich auch auf planetion.de auf der Themenseite zu Odyssey. Und ja, lasst gerne einen Daumen nach oben, wenn euch das gefallen hat. Dann gibt es vielleicht öfters mal so ein Video. Aber wir haben immer sehr viel zu tun. Ja, seit der Gamescom sind leider nicht mehr so viele Videos gekommen, aber mal schauen. Ja, ne, euch noch einen schönen Tag. Lasst gerne noch einen Kommentar da, welche Version ihr euch kaufen werdet und für wen ihr euch entscheidet, wenn ihr dann Odyssey beginnt. Alexios oder Cassandra? Wie gesagt, ich wahrscheinlich Cassandra. Euch noch einen schönen Tag und haut rein.